Beispiel. Und normales Eisen könnte jetzt auch gut hoch sein, wenn sie vorher eine Mahlzeit gegessen hat. Und die Sättigungen der roten Blutkörperchen vom Hämoglobin sind auch gut. Viel Eisen hat sie im Blut. Würde der Arzt sagen, ja, ist alles in Ordnung halt. Ja, aber der Speicher war zum Beispiel so leer, dass die Mahlzeit nicht ausgereicht hätte. Und schon ist ein diagnostizierter Eisenmangel geht einfach verloren halt. Viele haben einen Eisenmangel, wissen es aber gar nicht. Leider. Ja, und fühlen sich müde, schlapp, entwickeln Schilddrüsenunterfunktion, Blässe, Haarausfall und so weiter und so fort. Ja. Wir schauen uns auch ein Blutbild an, wo wir jetzt genauestens auseinandernehmen mal alles, ob man einen Eisenmangel hat und dementsprechend dazu aber später mehr. Eisen ist das wichtigste Mineral im Körper, denn es sorgt dafür, dass Sauerstoff in den Zellen quasi transportiert werden kann. Durch die Erythrozyten, das heißt die roten Blutkörperchen. Sauerstoff brauchen die Zellen, damit im Stoffwechsel Energie hergestellt werden kann in Form von ATP, Adenosintriphosphat, der universelle Energieträger bei uns im Körper. Ohne diesen würde unsere gesamte Muskulatur erschlaffen und du würdest sofort eigentlich sterben. Da ist es wichtig, bei den Blutwerten quasi auf MCH, MCV und MCHC-Wert zu schauen. Diese sagen aus, wie gut deine sauerstofftransportierenden Zellen mit dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin gesättigt sind. Das heißt, wie viel Eisen sie theoretisch tragen können. Das ist der Punkt Nummer 1. Das Problem, was damit einhergeht, ist, dass die Ärzte es oft dabei belassen. Doch nur weil Holz vor der Hütte liegt, heißt nicht, dass es warm ist in der Hütte. Höchstens wird der Eisenwert gemessen, der aber eine Momentaufnahme ist. Im Zuckerwert ist da ganz genauso. Wenn du was gegessen hast, ist er eben relativ hoch halt, ja. So. Heißt aber nicht, dass du dann dementsprechend jetzt zuckerkrank bist oder wie auch immer. Ja, es gibt nur so Korrelationen, aber ist das nicht kausal. Ja. Wie viel Eisen tatsächlich im Speicher ist, also in den Zellen und in den Erythrozyten, ist dabei nicht so ganz bekannt. Ja. Wichtig ist der Eisenwert und der Ferritinwert, also der Eisenspeicher. Ich möchte dir hier 4 weitere wichtige Tipps geben, die du beachten solltest, die Ärzte leider nicht so gut messen. Als erstes ist der CRP-Wert oder der Interleukin-6-Wert. Diese sind sehr wichtig bei der Eisenversorgung. Das sind Entzündungsmarker. Leidest du unter einer chronischen Entzündung, das heißt nicht nur im Darm, ja, sondern auch im Körper, zum Beispiel Arthritis oder sowas, ja, wird die Eisenabgabe durch den Enterozyt, das heißt durch die Darmzelle, gehemmt. Und es ist egal, ob du zweiwertiges Eisen phagozytierst, also verschlungen wird vom Körper, oder dementsprechend dreiwertiges Eisen über die dünnen Darmepithelzellen, ja, aufnimmst, wo es dann vorher zuvor noch dementsprechend reduziert wird, spielt keine Rolle. Das Acute Phase Protein, das heißt Hepzidin, führt dazu, dass das aufgenommene Eisen nicht in die Blutbahn abgegeben werden kann, an das Ferroportin. Und von da aus würde es wieder zu dreiwertigem Eisen oxidiert werden und auf einen Transferrin-Transporter quasi übertragen werden, damit er durchs Blut geschoben werden kann. Das geht dann aber nicht, da Entzündungen dieses Hepzidin triggern, das dann wieder den Eisentransport hemmt. Hier wird der Ferritinwert auch hoch sein, da das Eisen die Zelle nicht mehr verlassen kann, quasi ins Blut, ja. Der Speicher quasi ist quasi voll in der Zelle, ja. So, trotzdem kommt es aber zur Unterversorgung. Daher sollte man erstens beachten, seine Entzündungen nach unten zu regulieren, mit einer rein pflanzlichen Kost vor allen Dingen, ja. Es gibt viele sekundäre Pflanzenstoffe oder Stoffe in Goldschnallstudien, die gezeigt haben, wie sie Entzündungen quasi hemmen, ja. Ich würde jetzt hier aber den Rahmen sprengen, ihr wisst schon ganz genau, welche das sind, ja. Daher könnte ich euch gerne in den Kommentaren dazu weiter austauschen, in der Community, ja, würde mich sehr, sehr freuen darüber, ja. Das heißt, hat man Probleme, sollte man ebenfalls Hepzidin oder CRP und Interleukin 6 messen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Glutathion ist das wichtigste körpereigene Antioxidant. Diesen Satz hat man sehr häufig gehört. Das hat einen einfachen Grund. Es beschützt 99% aller Blutzellen im Blutserum. Denn 99% aller Blutzellen sind die Erythrozyten. Das heißt, die sauerstofftransportierenden Zellen. Ich denke, das macht schnell klar, dass ein Mangel an Glutathion hier damit alles sehr schnell steht und fällt. Bei Krankheit ist es aber das Erste quasi, was in einen Mangel verfällt, ja. Je nach Lebensstil, Stress, ne? Zunehmend Alter und so weiter und so fort, ja. Das Problem, wenn man zwar viel Eisen hat, aber zu viele Sauerstoffradikale im Körper oder zu wenig Glutathion, dann kann das Eisen in den Erythrozyten oxidiert werden, zu dreiwertigem Eisen. Und dies führt dazu, dass die roten Blutkörperchen, genau genommen der Blutfarbstoff Hämoglobin, das Eisen nicht mehr binden kann und dadurch auch kein Sauerstoff transportiert werden kann. Und schon fällt das System Mensch in sich zusammen, da keine Energie mehr hergestellt werden kann. Und du wirst müde, ja, und verlierst Haare und so weiter, ja, wirst blass. So, das kann ebenfalls deine Schilddrüse verkümmern. Dies sieht man oft bei Krebspatienten später oder vor allen Dingen, die wenig Erythrozyten dann später noch haben, ja.
obwohl genügend Eisen zugeführt wird. Ja? Wenn ein Erythrozyt durch Sauerstoffradikale zerstört wird, kommt es zur Nekrose. Das ungewollte Absterben einer Zelle. Dies führt weiter zur Entzündungsreaktion. Diese Entzündungsreaktion führt zur Ausschüttung von Hepzidin in der Leber. Und diese hemmt dann wieder den Eisentransport. Ja? Also ihr seht, das ist ziemlich tricky, wenn man einmal reingerät. Wichtig nochmal hier, Punkt 2, ja, genügend Glutathion im Blut haben, ja, zum Beispiel Sauerstoffradikale im Körper maximal minimieren, dadurch einen gesunden Lebensstil durch Sport und gesunde Ernährung. Es ist mittlerweile unser häufigst verkauftes Produkt, ja, wichtig, es wirkt nur liposomal oder intravenös, da es eine Proteinstruktur hat und im Magen-Darm-Trakt in seine Einzelteile, also drei Aminosäuren, zersetzt werden würde. Dies haben wir ebenfalls in einer Studie hier verifiziert an Menschen. Da sehen wir hier ebenfalls, dass nur der Spiegel bei den liposomalen Gabe quasi hier signifikant gestiegen ist. Ja. Wer dort einen Mangel hat, ja, sehr gerne auf dieses Produkt zurückgreifen. Wir haben auch liposomales Eisen. Ja. Auch hier konnten wir zeigen, dass die Aufnahme deutlich höher war als bei herkömmlichen Präparaten. Wir haben den Ferritinwert genau genommen gemessen, weil er viel, viel wichtiger war als dieser schwankende Eisenwert. Ob 15 oder 40 Milligramm Eisen gegeben wurde, hatte keine große Auswirkung, da Eisen nicht optimal aufgenommen wird. So, ja. Wir können mit 15 Milligramm schon einen dreimal höheren Wert erreichen durch die liposomale Darreichungsform wie andere mit 40 Milligramm. Es schmeckt übrigens auch noch ziemlich gut, ja, nur mal so am Rande. Aber kommen wir zu Tipp Nummer 3. Ein wichtiger Punkt ist das Kupfer, welches man immer messen sollte. Das kupferabhängige Protein namens Ceruloplasmin ist sehr wichtig, damit Eisen durch den Körper transportiert werden kann. Genau genommen auf das Transferinprotein übertragen werden kann. Doch damit das passieren kann, muss das Eisen zunächst oxidiert werden. Also aus zweiwertigem Eisen muss dreiwertiges Eisen werden. Nur so kann es auf den Transporter, quasi auf das Protein, übertragen werden. Ist ein Mangel an Kupfer vorhanden, kann das Eisen nicht oxidiert werden und es kann dementsprechend nicht zu den roten Blutkörperchen transportiert werden. Die Folgen? Eisenmangel, ja. Daher Kupferwerte ganz dringend im Auge behalten. Tipp Nummer 4. Ein weiterer Punkt ist das Gesamtprotein im Blut. Du kannst noch so viel Eisen aufnehmen. Eisen kann nicht durch den Körper wandern, denn es braucht einen Transporter und das sind nun mal Proteine. Und diese heißen Transferin. Wenn nicht genügend Protein vorhanden ist, wird das Eisen auch kein Taxi haben, um zu den Erythrozyten zu gelangen und deine mitochondrielle Kraftwerke mit Sauerstoff zu versorgen und damit du Energie generieren kannst, ATP. Ich zeige euch hier noch ein kurzes Blutbild, ja, wo jemanden, der starken Haarausfall hatte und Schlappheit. Wir sehen hier die MCH, MCV und MCHC Werte, also der roten Blutkörperchen in den sauerstofftransportierenden Zellen, ja. Dementsprechend ist suffizient gegeben. Das passt alles, ja? Diese könnten Eisen transportieren. Ebenfalls Transferin ist genügend da, sehen wir hier. Also das Protein, welches Eisen durch den Körper trägt, daran kann es auch nicht liegen. Aber das Transferin, die Sättigung, sehen wir hier, ist nicht gegeben. Das heißt, es ist zu wenig Eisen da, um dies zu sättigen. Das ist der wichtigste Indikator und klar, das Eisen und das Ferritin ist ebenfalls zu tief, sehen wir da noch. Auch hier nochmal, wichtig für die Frauen sollten, immer darauf achten, genügend zu trinken, denn die Nierenwerte gehen sonst hoch. Ja, sehen wir hier auch nochmal in den Blutwerten, immer ganz, ganz wenig. Ja. Also ihr seht ganz klar, ja, die Sättigung, ja, des Hämoglobins, ja, MCH-Werte und so weiter, die waren alle in Ordnung. Ja. So, aber man sieht hier ganz, ganz klar, dass die Transferinsättigung nicht da war und damit das Eisen nicht transportiert werden konnte. Das heißt, sieht man hier ganz klar, das war ein Eisenmangel. Ja. So. Von daher sieht man, diese MCH-Werte sind nicht so aussagekräftig und normales Eisen könnte jetzt auch gut hoch sein, wenn sie vorher eine Mahlzeit gegessen hat und die Sättigungen der roten Blutkörperchen vom Hämoglobin sind auch gut, viel Eisen hat sie im Blut, würde der Arzt sagen, ja, ist alles in Ordnung halt. Ja, aber der Speicher war zum Beispiel so leer, dass diese Mahlzeit nicht ausgereicht hätte und schon ist ein diagnostizierter Eisenmangel geht einfach verloren halt. Also kurze Zusammenfassung, ja, für einen perfekten Eisenstoffwechsel und damit Haarwachstum, Energiegewinnung, Sauerstoffsättigung, Schilddrüsenhormone, ja, ist vonnöten. Keine Entzündungen zu haben. Dies verhindert den Eisentransport, da IL-6, CRP messen lassen, ja, und Transferinsättigung vor allem. Ja. Genügend Glutathion zu haben, diese beschützen das Eisen in den Erythrozyten oder
genau genommen zu weniger oxidativen Stress in sich akkumulieren, ja, durch gesunde Lebensmittel und gegebenenfalls sogar Supplements, wenn man da nachhelfen möchte. Genügend Kupfer haben, denn Kupfer ist wichtig für Enzyme aus dem Eisenstoffwechsel, sowie genügend Protein zuführen, um das Transferin sowie die Transferinsättigung messen, ja, um das gesamte Protein, denn ohne Protein kann das Eisen nicht durch den Körper transportiert werden. Danke für die Aufmerksamkeit. Alles wichtige Produkte, wie auch immer, wovon ich gerade geredet habe, findet ihr in der Infobox. Und wir sehen uns gleich auf purazell.de. Dort findet ihr die ganzen Produkte, von denen ich gerade geredet habe. Danke für den Support und bis zum nächsten Video.